Meine lieben Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, heute geht es wieder um ein Podcast-Interview und heute darf ich die liebe Dr. Johanna Dahm, die Expertin für Entscheidungsmanagement, begrüßen in meinem Podcast. Johanna Dahm, besser gesagt Dr. Johanna Dahm, ist die Expertin für die Entscheidung, gerade für Startups, Management und so weiter und so fort in Unternehmen reinzukriegen. Jeder Entscheider, jeder Unternehmer, Selbstständiger und so weiter muss Entscheidungen treffen, tagtäglich. Und dazu hat sie ein Buch geschrieben und ist in mehreren Zeitschriften und ist auch noch Investorin für andere Startups. Herzlich willkommen, liebe Johanna, Dr. Johanna Dahm, sorry, für deine Zeit. Hey, ich freue mich total, lieber Michael Weihrauch. Ich liebe ja deinen Nachnamen, ne? Also keiner hat einen schöneren Nachnamen als du. Und ich habe mich so gefreut auf deinen Podcast. Du bist ja so begehrt. Ich habe schon zweimal gesagt, Michael, lass uns treffen. Dann kommt die Antwort, wenn es die Zeit erlaubt, lass uns doch mal irgendwie schnacken auf Clubhouse. Oh ja, hab gerade keine Zeit. Und dann kam wirklich mal deine schöne Einladung hier in deinen Podcast, was mich ja wirklich, wirklich ehrt, ja. Also großes Kino, dass ich da sein darf, dass du dich mal entschieden hast, ja, mit diesem großartigen Nachnamen, ja, hier mit mir über Entscheidungen zu sprechen. Das finde ich natürlich großartig und dann gucken wir auch, dass wir was Großartiges draus machen. Und der Nachname, und mein Nachname ist quasi aus meiner Region so kein Alleinstellungsmerkmal, da wo ich herkomme, der ist weit verbreitet, aber im deutschsprachigen Raum ist der schon einzigartig und das ist auch mein Branding. Die meisten schreiben Weihrauch, wie die aus der Kirche den Weihrauch schreiben, mit W, I und ein H. Ne? Ganz normal dieses Kräutergedöns. Ne? Aber ich sage, nein, ich werde mit Y ohne H geschrieben. Super cool. Ich finde es jedenfalls großartig. Passt ja auch in die Zeit. Der Podcast wird im Dezember, im Advent aufgenommen. Also ich finde, das ist eine großartige Einstimmung, weil so richtig bin ich noch nicht im Weihnachtsmodus. Also du hilfst mir gerade sehr dabei. Ich Vielen Dank. muss gestehen, ich bin auch nicht in der Weihnachtsstimmung. Ich habe so ein bisschen Weihnachtsgedöns geschmückt, Adventskranz und so weiter und so fort. Aber so großartig in Weihnachtsstimmung komme ich erst, wenn der Advent komplett rum ist. Das ist dann für mich dann, wenn die ganzen Stressvorbereitungen der Advents und so weiter vor ist. Ja, verbindet mich ein bisschen mehr, weil dann gehe ich dann auch ja, einmal im Jahr in der Kirche, by the way. Aber sonst bin ich kein Kirchengänger, ja, by the way. Aber sonst. Ah ja, wenn man so heißt wie du, weißt du, dann hat man ja die Heiligkeit eigentlich auch immer bei sich. Dann muss man ja nicht so oft auffrischen. Auch eine gute Entscheidung eigentlich schon, ne? Genau. Zu dem Thema. Die erste Frage ist ja, wie bist du auf dein Thema gekommen? Ja, Michael, das werde ich oft gefragt und ich reflektiere das natürlich auch täglich oder immer öfter eigentlich. Entscheidungen waren schon immer mein Thema. Natürlich, du kennst es in der Beratung, im Coaching hilfst du ja eigentlich Entscheidungsträgern, Entscheidungen zu treffen und sie dann auch umzusetzen. Wir denken ja oftmals, Entscheidungen werden getroffen, dann ist gut. Nee, die Umsetzung ist ja oft das viel, viel Schwierigere. Aber als dann Corona uns doch noch mal vor die tatsächliche Wahl gestellt hat, was müssen wir jetzt tun, worauf fokussieren wir uns und so weiter, habe ich dann im letzten Jahr März, 16., 17., 18., als es richtig neuralgisch wurde, alle meine Kunden angerufen und habe gesagt, liebe Leute, was tut ihr denn jetzt? Ja, und dann gab es eigentlich genau zwei Lager. Die einen haben gesagt, euer, wir gucken mal, wird schon nicht so schlimm kommen. Wir machen gar nichts. Ja, das SARS kam schon, die Vogelgrippe, die Schweinepest und so weiter. Das ist wieder nur so ein Mediengag. Ja, und aus denen ist bis heute auch nicht wirklich so radikal was gewonnen, beziehungsweise die sind nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Und die anderen haben gesagt,
Ja, wir fokussieren uns jetzt. Wir haben wirklich viel vor. Und die kann ich auch noch mal in zwei Teile teilen. Bei vielen ist es beim Vorhaben geblieben. Die haben dann mal irgendwie ein Krisenmanagement aufgesetzt und viel Plan, wenig Umsetzung. Und die anderen, das würde ich wirklich mal sagen, sind auch nur so 20%. Das sind diejenigen, die Unglaubliches geleistet haben. Also sowohl digital als auch wirklich noch mal in einem fokussierten neuen Geschäftsvertriebsmodell, Engführung ihrer ganzen Prozesse und so weiter. Und da konnte ich halt natürlich auch unterstützen, was einmal Entscheidungen und andererseits auch Umsetzung dieser Entscheidung angeht. Und das war dann natürlich klar, dass ich selbst auch nochmal gesagt habe, okay, ich bin nicht nur Unternehmens- und Organisationsberaterin, Organisationsentwicklerin, sondern ich helfe, diese Entscheidungen auch zu treffen und umzusetzen. Mhm. Boah, war es eine lange Antwort, entschuldige, aber du hast nein, gefragt. Du hast gefragt. Ist doch alles okay. Also ich sage es ja auch immer wieder, Corona ist kein Hindernis, Business zu machen. Corona ist eine Chance, sein Business neu zu gestalten. Na, ich habe vor kurzem ein kleines Motivationsvideo hochgeladen, produziert, und da habe ich auch über so ein bisschen Corona geredet, über die Chance und so weiter, dass es eine Chance ist, dass man sich weiterentwickeln muss, dass man über den Tellerrand hinausschauen kann. Und um 12 Uhr kommt gerade auch so ein kleines Video nochmal auf LinkedIn und so weiter raus, ne? Über den Tellerrand hinschauen. Ja. Ne? Wenn man sich da einkapselt und sagt, jetzt scheiß Politik, scheiß Corona, das vermiest mir den ganzen Tag, mein ganzes Tagesgeschäft, der hat einen limitierten Glaubenssatz, der hat ein kleines, zu kleines Mindset, der hat ein kleines Brainset, würde der liebe Katzenbock sagen, wo man sich dann mit prägt. Ne? Und aber du hast quasi auch schon quasi so ein bisschen auch schon die zweite Frage schon mir vorgenommen. Ne? Wie hat denn alles bei dir angefangen? Ich bin trotzdem neugierig auf die zweite Frage. Ich weiß ja, du hast was vorbereitet und genau, ich brenne so. Die zweite Frage, das war diese erste Frage, hat schon die zweite Frage eigentlich schon beantwortet. Aber wie hat bei dir alles angefangen? Ja, also natürlich gibt es auch immer persönliche Entscheidungen, die wir treffen. Ne? Das kennst du aus deinem eigenen Leben. Das vergessen auch, glaube ich, Kunden oftmals oder Leute, die dich von außen betrachten. Was wir ja auch posten und so weiter, ist ja immer nur das, was wir eigentlich für unsere Kunden tun. Aber natürlich stehen wir auch oft vor Weggabelungen. Ne? Wie Alice im Wunderland, gehst du rechts oder links oder bleibst du an der Weggabelung stehen, setzt dich hin und sagst, Totenstarre, ich mache jetzt nicht weiter. Und bei mir war das halt sehr früh. Meine Eltern hatten einen Medizinbetrieb in dritter Generation und natürlich als Einzelkind war ich vorgesehen, also ich war nicht vorgesehen, sondern das war Gesetz, dass ich irgendwann mal diese Praxis mit 3 Standorten und Labor und Chirurgie und so weiter übernehmen sollte. Nur mit einer wurde nicht gerechnet, beziehungsweise mit einer wurde nicht gesprochen. Die sitzt hier gerade mit dir im Podcast, ja. Ich wollte nicht, ja, ich wollte einfach nicht, ich wollte was anderes machen. Und habe halt meinen Eltern irgendwann da auch Flagge zeigen müssen, in der gymnasialen Oberstufe halt nicht irgendwie Mathe, Bio gewählt, später nicht Medizin studiert, sondern ich habe halt was anderes gemacht. Das bedeutete halt, dass der Betrieb verkauft wurde, dass meine Eltern viel länger gearbeitet haben, als sie sich das vorgestellt haben. Und es bedeutet tatsächlich auch einen familiären Bruch. Mein Vater war unglaublich enttäuscht von mir. Also wir können das jetzt auch sagen, mein Vater hat mich enterbt. Es war also wirklich ein Familiendrama und das war natürlich auch eine schwere Entscheidung, denn so mancher setzt sich halt ins gemachte Nest, so mancher sagt halt, ja gut, dann beiß ich halt in den sauren Apfel und mach was mich halt nicht so interessiert, aber in meiner Freizeit kann ich dann halt immer noch was anderes machen und wenn die Alten dann tot sind, dann kann ich immer noch verkaufen oder irgendwas anderes machen. Aber ich bin den härteren Weg gegangen, habe gesagt, ich mag da aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, weißt du, ich sage es ihnen halt so, wie es ist. Und das war so die erste Entscheidung, von der ich wirklich sage, da bin ich so meine Frau gestanden
No matter what, ja. Und es hieß dann auch tatsächlich vom ersten Tag nach dem Abitur, bin zu Hause weg, habe mein Leben selbst verdient, habe mein Studium selbst verdient, 3 Nebenjobs, oft mehr Monat als Geld, meine Bude untervermietet, bei Freunden auf der Couch gepennt. Also volles Programm, Michael. Ja. Ich kenn's. Ja. Also ich kenn's, du kennst auch. Ich kenn's auch. Also gut, ich habe jetzt kein reiches Elternhaus, muss ich sagen. Mein Papa ist jetzt gerade ins Rentenalter eingetreten. Er hat von Anfang an in dem einen selben Betrieb gearbeitet, aber ich kenne das auch. Ne? Wir haben auch immer wieder Kleinigkeiten und so weiter und so fort, aber mittlerweile akzeptiert er das, ne? Weil ich sage, ich bin anders da wie du, ne? Und die Arbeitswelt hat sich geändert, ne? Aber auch da, wie du gesagt hast, du hast dich auch geändert, ne? Und wie jetzt unser lieber Hermann Scherer sagen würde, er hat die Schulden angenommen, ne? Er hat quasi seinen Vater in die Verpflichtung gegangen, in den Lebensmittelhandel zu gehen und hat die Schulden übernommen, ne? Aber er hat es auch irgendwie rausgeschafft, ne? Ja, genau. Und es ist das eine los, ist, weißt du, dass du die Schulden übernimmst. Und das andere ist, dass du ein Erbe nicht annimmst. Genau. Und dann von null anfängst. Ja. Genau. Und beides ist ein Schicksal. Weil nur, wie wir was aufgebaut haben, wie wir vielleicht wieder ganz gut dastehen und sagen dann, naja, ist ja auch ein Kind aus gutem Elternhaus. Aber dass man vielleicht auch einfach sagt, nee, ich habe das nicht mir leicht gemacht. Ich bin nicht weich gefallen. Das sieht oft keiner. Ja? Ja, richtig. Muss er auch nicht. Aber ja. Das ist schon eine Entscheidung gewesen, auch für meine Eltern hart übrigens. Ja? Weil in wie vielen Familienbetrieben, mit denen wir zu tun haben, sagt man dann, naja, wir haben Kinder, die führen das mal weiter. Und es ist aber heute nicht so. Du kennst diese ganze demografische Entwicklung, weswegen wir jetzt dann eben auch keine Nachwuchskräfte haben, keine Geschäftsführer aus den eigenen Reihen, deswegen viele Betriebe auch einfach jetzt schließen müssen. Und das kenne ich eben aus meinem eigenen Elternhaus. Ja. Die dritte Frage, ist vielleicht eine spannende Frage auch für dich. Wer Sicher. Oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Ja, das ist eine tolle Frage, Michael. Das ist wirklich eine tolle Frage. Also natürlich haben mich meine Eltern geprägt, ja. Denn ich habe ja schon gesagt, sie sind Eltern. Und wenn ich mir heute angucke, wie ich meinen Job mache, ja, dann, das sage ich auch immer in meinen Vorträgen. Also du weißt ja, ich bin auch Keynote-Speakerin, ja. Für vor allen Dingen, da kommen Unternehmer und Führungskräfte und so. Und dann sage ich denen immer, mir fehlt an Ihnen so ein bisschen das chirurgische Denken, ja. Also bei meinen Eltern habe ich oft erlebt, dass sonntags der Notruf kam, ja, oder dass man von einer Familienfeier weggerufen wurde in den OP, ja, und dass man dann eben auch nicht mittendrin abgebrochen hat, weil vielleicht irgendwas nicht mehr funktioniert hat, sondern es wurde operiert und das Überleben des Patienten stand über allem, no matter what. Ja? Und meinen Führungskräften sage ich dann immer, weißt du, da wird da nicht gestritten. Ach ja, ich habe aber jetzt schon so viel gearbeitet, mein Urlaub geht vor, ich muss erstmal über die Dienstwagenregelung sprechen. Nee, ich will aber lieber mit der anderen Schwester operieren. Nee, ich muss erstmal die Gehaltserhöhung diskutieren. Ich habe jetzt Burnout oder so. Sondern erst muss das Problem vom Tisch. Und zwar gut gelöst. Und dann können wir über so Nebensächlichkeiten diskutieren. Ja? Gut gestorben ist gut gelebt. Ja, ja. Und ich glaube, das habe ich von meinen Eltern. Ich hoffe, für den jetzt dann eine Reminder, aber das ist ein bisschen provokant. Aber ich denke mal, wenn man so reingeht, ich denke mal, dann ist es jedem das eine, ne, dass man wirklich das Problem vom Kunden oder vom ja, Gegenüber erstmal absolut. Löst. Ne? So erlebe ich dich ja auch. Weißt du, immer den Kunden im Blick, immer den Kunden im Blick. Und das, also wenn bei mir sonntags jemand anruft, ja, und sagt, bei uns brennt die Hütte, ne? Und dann schlage ich einen Termin vor und der Termin wird dann aber nicht vor in einem halben Jahr gefunden, dann sage ich, du hast kein Problem.
Ja, also da fehlt mir einfach dieses chirurgische SOS-Denken. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, das müssen dann nicht meine Kunden sein, weißt du? Also ich hab in der Zeit, wo ich bei der Telekom extrem viel gearbeitet habe, und das war jetzt nicht direkt bei der Telekom, sondern bei einem Franchise-Unternehmen, aber ja. die Werte habe ich der Telekom, die Telekom hat hier die Werte dem Franchise-Unternehmen weitergegeben, aber die Werte haben das Unternehmen nicht verlassen. Aber ich habe dann geschaut, was sind die wirklichen Werte von der Telekom? Und die richtigen Werte von der Telekom ist Kunde, ja, beziehungsweise Partner ist first. Ne? Ja. Partner, ja. Bei denen, gut, Telekom ist ein Kunden, ne? Aber ich sage, ein Kunde ist kein Kunde. Ne? Mhm. Ich sage, der Partner, das Gegenüber, ja, wo bei dir den Vertrag unterschreibt, ja, den musst du zuerst behandeln, das Problem bei denen an der Wurzel packen. Ne? So wie der Zahnarzt meine Wurzelbehandlung angepackt hat mit Narkose und so weiter, so muss es auch in jedem Unternehmen sein. Ja. Ja, das bringt ja zum Beispiel Edgar Guthrie, der hat ja sehr lange die Telekom auch beraten und dieses Clienting-Modell da reingebracht. Ich liebe Edgar, ja. Ja. Das ist ein großes Thema, also wirklich den Kunden und nicht dauernd diesen eigenen Vorteil. Ich mache das erst dann, wenn ich einen größeren Dienstwagen bekomme. Ja, aber das, ja, generell Umwelt beim Kunden wichtig, aber ich will jetzt trotzdem nicht mit der Bahn fahren oder so. Weißt du, also diese ganzen Ego-getriebene, also Management und Ego, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich hab vor kurzem, bitte, ich bin ja so ein Tobi, ne? Ich bin ja Tobi und hin und weg, ne? Und Tobi sagt ja auch, er hat ja bei der Lufthansa gedient, bevor er verdient hat. Ja, genau. Ne? Und das habe ich ja auch da gemacht, ne? Und das bringt mich gerade auch wieder auf die vierte Frage. Welche Geschichte ist für dich aktuell wichtig? Also wenn wir wirklich mal zum Dienen kommen in Verbindung mit Entscheidung, ja, dann lass uns doch mal gucken auf politische Entscheidungen gerade, ja. Mhm. Und auch wenn wir vielleicht das C-Wort und Corona nicht mehr so richtig hören wollen, richtig. Aber lass uns doch mal jetzt unseren Regierungswechsel angucken, ja. Und ich mag da keiner Partei das Wort reden. Und wenn ich jetzt auch jemandem hier, der Hörerinnen und Hörer irgendwie ich denke, ans Bein pinkle, aber es ist egal, ja? Ich denke mal, mir pinkeln keinen ans Bein, weil ich denke ja auch mein Teil mittlerweile, ja, was es parteiübergreifend ist. Das ist nämlich wichtig, weil wir müssen bei Entscheidungen, die ja oft einfach ausgesessen werden, ne? Das leben wir ja im Management und dann wird das vor sich hingeschoben, dann ist es zwar dringlich, aber dann haben wir wieder Angst, dass wir für irgendeine Entscheidung nicht geliebt werden, dann verschieben das wieder aufs nächste Budgetjahr und so weiter und so weiter. Und das passiert ja jetzt gerade auch hier, ne? Also wir haben ja jetzt wirklich gerade eine explodierende Corona-Situation. Und das Volk ist ja inzwischen auch schon mehrheitlich für eine Impfpflicht. Die Ärzte sind für eine Impfpflicht und so weiter. Und die einzigen, die sich damit schwer tun, sind unsere neu gewählten Politiker aus Angst vor Statusverlust und damit dann in der nächsten Wahl nicht mehr geliebt zu werden beziehungsweise gewählt zu werden. Es ist übrigens völlig kongruent mit Großkonzernen. Da trifft dann auch jeder keine Entscheidung, weil er einfach Angst davor hat, dass ihm am Stuhl gesägt wird. Es ist ja gar nicht Angst vor der Folge im finanziellen, monetären oder in der Sache, in der Innovation, sondern es menschelt ja immer nur. Ja, das kennst du von der Telekom. Ja? Ich habe gerade Gänsehaut. Ja. Ich habe gerade so Gänsehaut, weil ich fühle es gerade. Also, genau. Ja? Also es geht immer um Wählerstimmen, es geht immer um den Rückhalt in deiner Organisation. Wenn du als Kind was entscheidest, dann wirst du nicht geliebt von deiner Familie. Wenn du als Frau sagst, du willst ans Meer und der Mann will in die Berge, hast du schon einen Clinch. Es geht ja immer nur darum, dass wir als soziale Wesen geliebt werden wollen. Deswegen übrigens sind Roboter super für Entscheidungsvorbereitungen, weil du dann eine neutrale
Entscheidungsgrundlage hast. Musst als Mensch dann aber trotzdem den Rückhalt haben, das auch durchzusetzen. Deswegen sind schnelle Entscheidungen so wichtig. So, also deswegen haben wir momentan halt eine völlig zerfaserte Landschaft in Deutschland, weil wir auf Experten nicht mehr hören und weil unsere Politiker kein Rückgrat mehr haben. Und das ist eine Katastrophe. Es bringt auch unsere Altbundeskanzlerin in eine völlig zerfahrene Situation, weil die Frau, man mag von ihr halten, was man will, ja, aber die ist ja jetzt zum Nachregieren gezwungen, weil ihre Nachfolger nichts tun. Im Grunde hast du jetzt in der Politik dieselbe Situation wie in der Wirtschaft, ja, ein eigentlich abdienender Geschäftsführer muss auf Teufel komm raus weitermachen, weil die jungen Nachwuchskräfte nicht ins Amt kommen, weil sie Angst davor haben, tatsächlich das Zepter zu übernehmen. Und das ist eine Geschichte, die kannst du bis Ultimo erzählen. Deswegen werden wir auch nie arbeitslos, lieber Michael. Ja, weil diese Situation ist auch eine hausgemachte. Da haben wir uns alle selbst hingebracht. Es will keiner mehr in die Verantwortung. Denn entscheiden hat mit Vertrauen, auch Selbstvertrauen, Vertrauen in andere zu tun und am Ende mit Verantwortung Entscheidungen auch durchzuziehen. Gerade. Zwecks der Entscheidung, also zwecks auch noch einmal, wenn ich jetzt einen mittelständischen Baumarkt habe, der sagt, Coaches, Trainer, Berater, die sind mir zu teuer, ich investiere das Geld nicht für die Experten, dann sage ich auch, das ist ein zu kleines Denken. Du brauchst jemanden, der den Weg mit dir geht. Ne? Du brauchst immer einen Co-Piloten an deiner Seite, weil wenn du willst ja irgendwie nicht fallen als mittelständisches Unternehmen. Du willst nach vorne kommen. Und deshalb, also ich sage es dir ganz ehrlich, was ich sagen würde. Ohne wird es teurer. So ist es. So ist es. Also ich habe ja auch Prävikant, diesen wo den Piloten ja auch schon mal vorgetragen hat, ein bisschen anders da gemacht, ne? Beim BVMW. Und der kam gut an. Gut, ja, ein oder andere kam jetzt nicht gut an, mein Vortrag, ne, mit dem Co-Piloten und so weiter. Weil ich habe halt wirklich gesagt, jeder braucht einen Co-Pilot da oben. Ne? Und Phil hat gesagt, der Co-Pilot, dass er den Absturz nicht da vorzieht. Ne? Ich habe es ein bisschen anders, da provokanter gesagt. Aber jetzt ist in dem quasi in deiner Geschichte oder das, was du jetzt mitgegeben hast, sehr vieles wertvoller gewesen, wo ich sagen kann, Gänsehautfaktor, ich habe eiskalter Schauer nochmal hinter den Rücken, weil es ist so wertvoll, wenn gerade in Unternehmen ein Geschäftsführer abgeht und ein neuer Geschäftsführer reingeht und die den Wandel nicht mitnehmen kann, gerade zwecks der Pandemie. Wir leben in einer größten Krise ever. Das ist noch größer wie der Börsencrash damals oder wie alle anderen Sachen, was es gab. Ne? Wenn ich jetzt auch gerade heute Morgen noch mal bei YouTube reingeschaut mit Helmut Schmidt, die Reportage, wo er das Bambi-Millionärium bekommen hat, reingeschaut hat, mir ist eiskaltes Wasser untergelaufen, weil dieser Mann hat Deutschland geprägt. Dieser Mann hat Deutschland nach vorne gebracht. Es braucht wieder solche Menschen, die Deutschland nach vorne bringen, nicht Menschen, die Deutschland ausbremsen. Weißt du, auch Gründer, Gründerin braucht mehr Innovationen, mehr nach vorne. Also wir brauchen wieder eine Leistungsgesellschaft. Das predigt nicht nur ich, das predigt auch Martin Limbeck. Ne? In seinem neuen Buch hat er das ja auch geschrieben. Ne? Und dazu will ich auch euch nochmal sagen, ihr müsst leistungsfähiger sein, ihr müsst entscheidungsfähiger sein, egal was ihr macht, ob ihr selbstständig seid oder angestellt seid, ihr müsst Entscheidungen treffen, egal ob jetzt für eure Firma oder nicht. Ne? Und deshalb die fünfte Frage, welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Ja, also ich nutze selbst die Entscheidungsmatrix, über die ich ja das Buch geschrieben habe. Also ganz wichtig gerade die ersten drei Punkte. Das erste ist immer Ziele setzen. Immer Ziele setzen, das weiß ich ja von dir. Wir haben ja in unserem kurzen Vorgespräch
zu unserem Podcast hast du mir ja auch noch mal über Ziele gerade ein paar Sachen verraten. Vielen Dank da auch für dein Vertrauen. Also ich setze mit Leuten Zielen und zwar radikale Ziele kompromisslos. Du kennst das, ne? Du redest mit Leuten über Ziele und dann sagen die, ja, also wir haben das Ziel unter der Voraussetzung, das mit dem Budget und das machen der und der bis dann und dann. Und dann wird mehr diskutiert über die Rahmenbedingungen der Ziele als über das Ziel selber. Völliger Quatsch. Das haben wir ja gelernt bei SMART und irgendwie in den AIDA und in Balance Scorecard und so weiter. Und auf einmal sind diese ganzen Konditionen von Zielen viel wichtiger als das Ziel selber. Und da sage ich ganz einfach, Bullshit, Bingo, vergiss es, das Ziel und ich muss die ganze Truppe nachts um 3 wecken können und die sagen mir, woran sie arbeiten und warum das so wichtig ist. Genau. Fertig. Genau. Und nicht 60 Ziele für eine Organisation von 150 Menschen, sondern 1, maximal 2. Ja, aber die Organisationen, die überhäufen sich ja und versacken, ersticken in Zielen, das ist unglaublich. Das Zweite ist, dass sie sich wirklich erklären, was ist so schlimm daran, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Also wenn der Kunde nicht König ist, wenn wir noch mehr Mitarbeiter verlieren, wenn wir noch mehr Zeit verlieren beim Entscheiden, wenn wir noch mehr Geld verlieren, wenn wir die Kandidaten noch mehr an den Wettbewerber verlieren. Was passiert am schlimmstenfalls? Und die Antwort ist immer, im Zweifel sind wir tot. Ja, und das ist unverantwortlich, weil du bist Arbeitgeber, du bist Sozialversicherer, Zahler und so weiter. Du zahlst ja nicht nur für den Mitarbeiter, sondern im Zweifel für die Familie und so weiter. Also es darf nicht sein, da musst du wirklich so ein Worst-Case-Sensibilität entwickeln. Und das Dritte ist, schneller entscheiden. Also ich entscheide inzwischen binnen 30 Sekunden. Ja, und wenn ich sehe, dass im Supermarkt manche Leute dann anfangen, die Inhaltsstoffe von irgendwelchen Nudelsoßen zu lesen und die stehen noch in dem Regal, während ich den ganzen Einkauf gemacht habe. Ja. Michael, wie sollen die denn entscheiden über eine Investition, einen Merger, eine Personalentscheidung oder sonst was? Da kommen die doch nicht zu Potte. Ja. Also das sind die 3 Tools. Da muss ich auch echt sagen, also das gerade beim dritten, ich muss jetzt gucken, natürlich muss ich ein bisschen gucken nach den Inhaltsstoffen, weil ich ein paar, Krankheiten habe, wo ich das und das essen darf. Gut, ich habe jetzt eine App gefunden, die mir das sagt. Deshalb kann ich jetzt schneller da entscheiden. Genau, ne? Genau. Diese App gab es vor Höhle der Löwen noch nicht, ne? in meinen Prozessen. Ne? Seitdem dass die App vorgestellt wurde von Höhle der Löwen. Ja, by the way, ich bin Höhle der Löwen-Fan. Ist das eine Routine, da schnell reinzugucken, das abfotografieren und fertig. Aber genau darum geht es doch. Im Grunde ist alles, was wir jetzt noch auf den Markt bringen an Innovation, ist entscheidungserleichternd und zeitverkürzend. Also es geht immer nur um Effizienz. Genau. Das müssen wir langsam kapieren. Genau. Und das heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit für das Ganze drumherum. Wir müssen die Zeit effizienter nutzen. Das hat ja irgendwo einen tieferen Sinn, ne? Die Zeit müssen wir uns jetzt mal bewusst machen, werden wir dafür nutzen, dass der Roboter irgendwann dann alles weiß, was der Michael Weihrauch einkauft, dann wird der Roboter das erledigen, wird es dir in deinen Kühlschrank stellen. Und die Frage ist dann nur noch, was machst du mit der Zeit? Die brauchst du für Wertvolleres. Genau. Also wirst du dich nicht mehr dauernd ins Regal stellen und wirst dann diesen ganzen Krampf lesen. Du wirst das für wichtigere Dinge brauchen. Ja. Aber die Leute machen sich keine Gedanken darüber. Ja. Richtig. Das heißt nicht, dass wir Hocheffizienzmaschinen werden, sondern wir müssen uns der Qualität der Zeit bewusst werden. Richtig, genau. Ja. Die 6. Frage. Okay. Die 6. Frage: Mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Ich will das heute nochmal. Mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten? Da gibt es ja verschiedene, also lebendige und tote und noch nicht geborene. Lebend muss leben. Lebend kann auch gestorben sein, also das kann auch gestorben sein. Was ist die eine Person, mit der du gerne oder gerne hättest zusammengearbeitet?
so als Frau. Also ich nehme mal zwei. Ich muss zwei nehmen. Okay? Als Frauenvorbild, Frauen vielleicht ein bisschen an die Also Frauen an die ich Bühne nehme mal, kommen. Gestorben finde ich wirklich gerade bei dem Thema, was wir ja jetzt hatten, ja, Ernährung und so weiter. Ich finde Hildegard von Bingen ist eine großartige Frau gewesen, die ja um 1000 gelebt hat und dieses ganze Thema Ernährung, aber auch holistisch betrachtet, ja, dass die Essenz des Menschen, ja, die Musik, ja, also die Kunst und eben auch so dieses ganzheitliche über eine Jahrtausende jetzt anhaltende Lehre gebracht hat. Und das finde ich immer spannend, wenn du Dinge erfindest und über eine Generationen, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende lange Tradition bringst, die Menschen wirklich hilft. Ja? Ist dann egal, ob es irgendwann mal eine App gibt zu ihren Heilkräutern, ja, oder ihrer Sphärenmusik. Aber wenn du etwas schaffst, was bleibt. Johann Sebastian Bach hat ja mal gesagt, meine Musik wird irgendwann auf Instrumenten gespielt werden, die ich noch gar nicht kenne, was ja stimmt. Er wird ja auf Synthesizern gespielt und so weiter. Aber meine Musik wird immer bleiben und die Menschen erfreuen. Sowas finde ich großartig. Mhm. Und da hätte, also mit der Hildegard von Bingen, da möchte ich mich irgendwann mal treffen, so eine Station höher vielleicht. Und das würde ich gerne mal mit ihr bequatschen. So, das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich die Greta, mit ihr würde ich gerne mal sprechen und ich würde auch gerne mal mit ihr versuchen, weil sie ist ja immer schon sehr alleine unterwegs und geht dann immer irgendwo nur rein als Impulsgeberin. Und ich bin ja jemand, ich netzwerke ja unglaublich gerne und bringe gerne auch Impulsgeber zusammen. Und Greta Thunberg ist für mich so eine, von der würde ich gerne mehr so, weil sie ja durch ihre Impulse schon auch so Zirkel schafft, aber sie geht dann immer wieder raus, also wie die Friday for Future Geschichte und so weiter. Und ich würde gerne es schaffen, sie dazu zu bringen, einen richtigen Think Tank mit Unternehmern, Ökonomen, Wirtschaftsphilosophen und so weiter zu gründen, damit das Thema Ökologie, ökologisches Wirtschaften, Nachhaltigkeit, Wirtschaftsphilosophie und so weiter zu einem Zirkel jetzt wird, vielleicht wie die Wirtschaftsweisen, ja, damit das den Nimbus des Batik verliert, endgültig. Mhm. Weißt du, so dieser, naja, darum kümmern wir uns mal, wenn wir Zeit dafür haben. Mhm. Das würde ich sehr gerne machen. Ja, spannend, spannend. Also Greta Thunberg, spannend. Habe ich jetzt auch nicht so großartig im Dings als so Frau, aber ja. Spannend. Ja. Also, sie hat ja eine ganz krasse Entscheidung getroffen. Ja. Also, weißt du, mit 16 Jahren, also da bin ich viel auf Partys gegangen und ich bin auch mal für Amnesty International gelaufen, ja. Und dann waren irgendwie so, Kurdenbewegung war groß. Also ich habe mich schon auch eingesetzt, auch so für Tierschutz und so. Aber dass ich mein Leben einer Botschaft unterworfen hätte, für die ich so viel Shitstorm, ja gleich Morddrohungen einstecke, das ist eine radikale Entscheidung. Und da muss ich sagen, Hut ab. Also das ist sensationell. Das ist Hammer. Ja. Siebte Frage ist jetzt ein bisschen eher was Persönliches. Okay. Wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Von bis Abend? Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt wie einen typischen Tag. Weil ich bin ja viel unterwegs, also sofern ich unterwegs sein darf jetzt in dieser Zeit, bin ja viel auf Beratung auch außer Haus und wegen der Keynotes und darf ja auch reisen und bin auch im Ausland und so. Was ich aber immer mache und was deswegen vielleicht einen typischen Tag, wo er auch stattfinden mag, einrahmt. Ich stehe immer sehr früh auf. Also ich bin so die 6 Uhr Tante schon. Ich frühstücke immer. Also es gibt nur Tage, an denen ich nüchtern zur Blutentnahme muss oder so, an denen ich mich dann also quäle, nüchtern das Haus zu verlassen. Ich bin ein großer Frühstücker. Ich lebe ja vegan. Und drum gibt es also immer leckere, ein radikal gutes Frühstück.
Ich gehe jeden Tag, ich habe auch so einen Schrittzähler, also ich muss meinen Fußmarsch machen, auch in einem affigen Tempo. Und ich gehe, wenn es geht, auf jeden Fall vor 12, lieber noch vor 11 ins Bett. Und ich meditiere, / bete, das mache ich auch. Und das rahmt den Tag, wo immer er stattfindet. Ja. Also du hast jetzt so keinen Sportalltag, aber du hast schon eine kleine Routine dir angeeignet, ja, in deinen, ja, Sachen. Ja. Ja. Mega. Ja, ich auch. Also ich stehe auch morgens um 6 Uhr auf. Und der erste, was ich mache, ist erstmal ein Glas Wasser trinken, dann Radio an, also kein Radio in dem Sinne, sondern wirklich die Playlist auf Apple Music und dann unter die Dusche, eiskalt, versteht sich. Okay. Ja, bei dem Wetter ist es ein bisschen unangenehm, muss man sagen. Aber auch bei dem Wetter, wenn ich jetzt draußen rausgehe, bin ich ein ganz anderer. Bin ich jetzt nicht erstmal tiefgefroren wie alle anderen, sondern weil es auch schon ein bisschen abgehärtet ist. Aber das hat sich auch so ein bisschen reingeschlichen in den Alltag. Ne? Ab und zu mal mache ich mal Sport. Meditieren mache ich zu wenig, um da wirklich Erfahrung zu haben. Ich mache meine Meditation, aber die mache ich dann wirklich dann so 5 Minuten, 2 Minuten, je nachdem, wann ich Zeit habe, ne? Weil ich dann noch schon ein bisschen mehr dann ins agile Sachen reingehe und noch ein paar Prozesse abarbeiten möchte, wo ich noch tagtäglich noch so komme, aber das ändert sich immer wieder. Und mein typischer Tag sieht eigentlich unterschiedlich aus. Ne? Ich habe auch Tage, wo ich sagen kann, ich nehme mir mal einen Tag jetzt frei, wo ich keinen Vertrieb mache, kein Social Media mache. Die sind dann vorgeplant, die Social Media Beiträge. Ne? Aber ich mache keinen Vertrieb, ich mache gar nichts. Ich mache einfach Me-Time. Einfach Self-Care. Ja, also ich plane meine Social-Media-Beiträge grundsätzlich nicht vor. Also alles, was ich so schreibe, das passiert immer genau dann, wenn ich es schreibe. Mhm. Ja, weil ich möchte die Leute dann tatsächlich mitnehmen auf das, was bei mir gerade passiert. Es kann dann auch mal sein, dass ich nichts schreibe. Dann bin ich nicht, weil nichts passiert, sondern weil ich dann tatsächlich beim Kunden bin, oft auch tagelang und so. Dann ist halt nichts, ja, also dann kriegen die Leute es hinterher erzählt, aber ich plane nicht vor, weil bei mir ist, ich habe auch zum Beispiel keine virtuellen Hintergründe oder bei mir gibt es nicht irgendwie so den riesen Rückblick, ach ja, damals, als wir in Dubai waren und ding, 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 ich bin nicht so ein, ich mag es gerne live und so, wie es ist, ja, und nicht irgendwie versetzte Welt, ja. Gut, ja. Ich plane das halt so ein bisschen vor, weil ich ein paar Sachen machen tue. Jetzt zum Beispiel WDR um 12 Uhr, wo jetzt rauskommt, der ist ein vorgeplanter Beitrag. Die Sachen sind von Canva, ne, wo ich mir zurecht tue. Und dann überlege ich mir halt zu dem Thema einen passenden Beitrag zu dem Bild. Und die sind halt vorgeplant, weil ich dann daraus auch die Sichtweise rauskriege. Ne? Und ich habe by the way, wie ich angefangen habe, und das habe ich nebenbei angefangen, meine ganzen Sachen zu machen, eine große Resonanz aufgebaut und Reichweite generiert und das alleine über LinkedIn. Und LinkedIn ist so ein geiles Tool und ich produziere im Momentan so viel mehr Reichweite. Ich habe 600 Reichweite jetzt und jetzt sind es sogar 620 oder 22, wo mir folgen. Das ist, steigert sich jetzt, weil die Kontinuierlichkeit des Dranbleibens, des Weitermachens, dass du Content produzierst, der aber oberflächlich ist, ne, der ein bisschen motivierend ist, der ein bisschen nachdenkend ist, der ein bisschen eine andere Sichtweise hat, den einen oder anderen doch anregt im Netzwerk. Ne? Klar. Deshalb ist auch jetzt auch die 8. Frage. Achte Frage, Nummer 8, Leute, okay. Welche Tipps würdest du Anfänger
Anfängerinnen für dein Thema geben? Oh ja, das ist eine gute Frage. Also danke dafür. Viele Leute sagen ja, auch auf Seminaren oder Workshops oder im Anschluss an Vorträge, ich bin kein guter Entscheider oder mein Chef ist kein guter Entscheider, was soll ich tun? Ne? Das kommt ja immer wieder. Ich kann mich einfach entscheiden oder entscheiden fühlt sich so nach Trennung an. Ne? Und dann sage ich immer, ja, ist es auch. Ja. die wollen nicht oder, die wollen und. Ne? Also krasses Beispiel, die wollen montags, mittwochs und freitags den Michael als Liebhaber und dann dienstags, donnerstags und samstags wollen sie vielleicht den Martin, ja, und sonntags vielleicht sogar noch einen dritten Lover, ja. Und dann sagen sie, ja, ich mag die ja irgendwie beide und ich möchte keinem vom anderen erzählen, weil ich will ja niemandem wehtun. Das ist dann so der Ultra-Egoismus, getarnt in so einem Altruismus von wegen, ach ja, ich will ja niemand verletzen, wenn ich vom anderen erzähle. Das ist Bullshit, ja. Also entscheiden heißt immer von einer Sache Abstand nehmen, ja. Aus zwei oder mehr Alternativen tatsächlich. Kann man es lesen? Genau. Michaela hat es ganz wunderbar gemacht. Für die, die es jetzt nicht sehen können, End-Scheidung. Also in jeder Entscheidung steckt auch eine Trennung, eine Scheidung einfach drin. Und das muss man sich klar machen, dass man im Leben auch einfach nicht alles haben kann. Und jeder Motivationstrainer und all die Mindset-Gurus, die dir erzählen, du kannst alles haben und Gold und Weihrauch und Myrrhe und Brillanten und Platin und so weiter. Ja, das mag sein, dann kannst du dir vielleicht alles kaufen, aber Liebe zum Beispiel kann man sich nicht kaufen. Ja? Liebe also, kann man sich nie kaufen. Ja. Also wer sich Liebe kauft, das ist, ja, das ist ein, ich weiß auch nicht, also der ist für mich kein Mensch. Also das ist erzwungen. Ne? Diese käufliche Liebe kann man sich nie kaufen. Ja, erkaufen. Ja, genau. Genau. Ich meine, gut, es gibt diese Situation, dieses Hamburger Rotlicht-Milieu, dann ist es halt ja, so. Ja, aber du kannst dich vielleicht auch dann in so eine Dame verlieben, das ist ja auch in Ordnung. Ja, aber es ja. Es ist jedem seines und da, aber ich bin auch der Meinung, Liebe kann man sich nicht kaufen, ne? Anyway. Also da würde ich auch wirklich mal sagen, für die Anfänger, statt dann immer zu gucken, was geht noch, also erstmal zu fragen, was will ich wirklich und sich dann auch mal mit einem gesunden Abstand von Mindset-Coaches, Money-Coaches, Coaches, sich auch nochmal auf sich selber zu besinnen und sich tatsächlich zu fragen, bevor ich nach immer mehr strebe, nach immer weiter, höher, länger, auch nochmal zu sagen, ich bin dankbar für das, was ich habe. Und das, was mich jetzt erfreut, das ist gerade so wunderschön und damit darf ich auch mal wieder ins Genießen, in die Dankbarkeit. Genau. Also ja, ich habe ja, meine Lieben, ich habe ja dazu ja auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, höher, schneller, weiter. Das ist ganz am Anfang. Gerne nochmal da reinzuhören, was ich dazu sage. Das ist sehr, sehr wertvoll auch für euch, meine lieben neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, auch gerade für den YouTube hier, Zuschauer, hört euch das rein, weil das gibt es nur exklusiv in dem Podcast. Ah ja, toll. Genau. Und ja. Neunte Frage. Also wenn ich dazu noch vielleicht eine, wenn ich noch einen kleinen Zusatz. Kannst du gerne machen, bevor ich jetzt die neunte Frage, dann machen wir gerne nochmal ein rundes Dings, nochmal das Thema Abschluss. Ja, es ist einfach der Punkt, dass viele Leute auch bevor sie die Entscheidung treffen, einfach so unglaublich viel recherchieren, die Leute kennst du auch, ne? Die wollen dann alle Informationen haben, die wollen dann da nochmal in Google 387. Seite und so weiter. Ne? Also dann stapeln sich Ausdrucke und dann befragen sie nochmal 15 andere Leute und so weiter. Leute, vergesst das. Ihr kriegt nie alle Informationen. Ihr sprecht nie alle Sprachen, in denen Google theoretisch euch Informationen geben könnte über ein Thema.
Ja, also pro halbe Sekunde wird 1 Milliarde Mal allein im deutschsprachigen Raum gesucht, welche ist die beste Entscheidung zu Rauchentwöhnung, Sex, bester Partner, wie kriege ich einen neuen Job, das Auto ausstatten, in Urlaub fahren, Corona, die pro halbe Sekunde überall 1 Milliarde Mal. Leute, ihr schafft es nicht, das zu überblicken. Entscheidet einfach, wie schnell euer Bauchgefühl es euch sagt. Und solange es moralisch nicht verwerflich ist, könnt ihr gar nichts falsch machen. Ihr macht nur eine Erfahrung. Im Zweifel lieber einen Experten hinzuholen, ja, wenn es darum geht, Herztransplantation oder einen Immobilienkauf oder irgendetwas, was wirklich schweres Gewicht hat, also was in 10 Monaten oder in 10 Jahren noch von Belang ist. Alles andere schafft ihr selber. Bitte mehr Selbstvertrauen. Michael, das war noch mein Zusatz. Entschuldige. War super. Dieser Zusatz war noch einmal Gold wert. Das war extrem wertvoll. Ne, das ist extrem auch wertvoll. Also Selbstvertrauen, auch das mit den Entscheidungen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt gerade vor, nochmal einen Zusatz, bevor ich die 9. Frage mache, einen Zusatz nochmal zu dem Thema, habe ich auch bei einem BVMW-Talk mitgekriegt. Da war es ein IT-Unternehmen, mittelständisches IT-Unternehmen, die gehen mit dem Verkaufsgespräch nicht mehr als Vertriebler rein, sondern als Berater. Die verkaufen dann ihre Zeit als Berater. Und ich sage, habt ihr auch die Prozesse dahinter? Habt ihr einen Leitfaden? Habt ihr Pencil-Selling? Ja, genau. Die Aussage war, nein, haben sie nicht. Ah ja, gut. Ich bin der Meinung, gerade ist Pencil-Selling, ne, wie man es bei der Telekom kennt oder Vodafone oder O2, ist die Waffe, mit dem Kunden maßgeschneidertes Angebot zu generieren. Ne? Weil er sieht dann die Grafik, er sieht dann, was es kostet, er sieht dann den Merkmal und den Nutzen. Ne? Und es ist extrem wertvoll. Dazu lade ich dich auch gerne ein, noch einmal hier kleine Werbung von meiner Seite aus, von mir, auf meinen YouTube-Kanal reinzuschauen, Pencil Selling im Verkauf und Vertrieb. Ja, sehr, sehr gerne. Und das, was du sagst, ist so wichtig. Auch nochmal von den Großen lernen. Wir haben ja momentan wieder so eine Konzernfeindlichkeit. Ne? Ja, die Großen und die zahlen nicht genügend Steuern und ja, die kaufen die Talente weg und so weiter und so weiter. Aber man kann von großen Unternehmen so viel lernen. Du weißt, ich war bei der Novartis, ich war bei Accenture. Du, ganz ehrlich, was ich da gelernt habe und was ich heute auch wieder an kleinere Unternehmen, an Einzelunternehmer, an Startups weitergeben kann. Du, was denkst du, so ein Buch zu schreiben, das lebt doch davon, was man alles schon gelernt hat. Genau, ja? 3 Jahre brauchst du für ein gutes Buch. Ja, und ich meine, davor auch noch viel Lebenserfahrung. Richtig. Und was denkst du, ich habe gerade gestern mit jemandem von VW gesprochen, der hat sich das Buch genommen und der trainiert jetzt selbst alle Führungskräfte danach. Ja, okay, und hat mich super. Weißt du, und der hat mich angerufen, hat gesagt, Frau Dahm, ich will Ihnen jetzt Feedback geben und ich hätte gerne, dass wir einmal im Monat uns kurz schließen und ich Ihnen Feedback gebe und Sie mir Feedback geben. Oh ja. Weißt du, das ist keine kleine Klitsche, irgendwie so ein Feldwald-Wiesen-Reifenwechsel, sondern das ist ein VW. Ist VW, genau. Und VW muss man ja nichts sagen. Also VW ist mega. Deshalb die 9. Frage. Welche Projekte hast du in Zukunft noch geplant? Ja, danke für die Frage. Was auf jeden Fall stärker kommen wird, ist jetzt das Thema Seminare. Ja, Seminare tatsächlich live, ob jetzt online oder physisch. Ich mache da gar keinen Unterschied. Für mich ist Raum, ob jetzt digital oder vor Ort, das unterscheide ich schon nicht mehr. Ja? Bühne ist Bühne, ganz genau. Und für mich muss auch das nicht Keynote heißen, sondern sehr stark Interaktion. Die Leute, die mich schon erlebt haben, wissen, ich mache das immer interaktiv. Es gibt immer Live-Coaching bei mir. Das heißt, ob wir das jetzt im kleinen Rahmen machen oder mit 500 Leuten, mir ist es völlig egal. Ich definiere mich nicht über Quantität, sondern über Qualität. Und für mich ist auch das nicht dringend ein Appell nur an Führungskräfte per Definitionem.
also mit disziplinarischer Vorgesetztenfunktion, sondern für mich ist jeder Führungskraft in seinem Leben, wir sind alle eigenverantwortlich und müssen deswegen was für uns tun, sprich auch entscheiden in unserem Leben. Ja, ganz wichtig. Also das wird das nächste große Thema sein. Und dazu, weil du gerade auch Frauen gesagt hast, ich möchte auch ein Format kreieren für Frauen, die durch ihre Firmen auch stark nach vorne gepusht werden. Für mich ist es immer noch so sehr Feigenblatt. Ja, wir haben jetzt 30% oder wir haben dies oder das. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich habe auch mit Männern gemeinsam und natürlich mit Frauen gemeinsam vor, noch ein großes Frauenformat auf die Füße zu stellen. Und dazu können wir nochmal separat sprechen. Zehnte Frage, ist eine spannende Frage vielleicht für dich. Was, und das hätte ich eigentlich vor der neunten Frage stellen müssen, weil das ist extrem jetzt spannend, pass auf, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Ja, danke für diese Frage. Ich habe viele Chancen im Leben und ich bin wirklich gesegnet mit Chancen. Ja, also Michael, das darf ich an der Stelle auch nochmal voller Dankbarkeit sagen, dass immer viele Menschen an mich geglaubt haben. Ja, aber ich habe nicht annähernd so viele Chancen verwandelt, wie sich mir geboten haben. Ja, und das heißt nicht, dass ich das bereue. Manchmal schaue ich, guck mal, ich bin jetzt 47 und manchmal schaue ich mit einer leichten Melancholie oder Wehmut zurück. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte in meiner Studienzeit hatte ich mal ein Stipendium für Japan. Und ich habe es nicht angenommen, weil mir das damals, da war ich 21, ja, eine Nummer zu groß erschien. Ich war bis heute nicht in Japan, aber ja, du siehst, ich arbeite sogar für japanische Unternehmen. Also es ist irgendwie ganz verrückt, ja. Aber irgendwie, wenn ich heute daran denke, dann habe ich im Gefühl, es hätte mein ganzes Leben verändert. Und wahrscheinlich bin ich auch deswegen davor zurückgeschreckt. Und manchmal sind die nicht getroffenen Entscheidungen oder die Entscheidungen gegen etwas sind mindestens so wichtig, mindestens so prägend wie die Entscheidung, die man trifft. Und das spüre ich heute, dass die nicht verwandelten Chancen mein Leben geprägt haben. Das können Begegnungen mit Menschen sein. Das können Aufträge sein, die man vielleicht angenommen hat, obwohl man wusste, ich bin gar nicht die Richtige dafür. Und stattdessen hätte man was anderes machen können mit der Zeit. Ja? Das ist so eine Idee, die man vielleicht nicht umgesetzt hat. Das sind Angebote, die man nicht angenommen hat. Ja? Das sind Orte, an die man nicht gegangen ist und so weiter. Ja. Und da fallen mir einfach so ein paar Momente ein und dieses japanische Stipendium ist eben so eins, da denke ich häufiger mal dran. Ja, das würde ich mal sagen, das ist vielleicht nicht ein Fehler im klassischen Sinne, so wie ein Tor, was man halt nicht gemacht hat, aber ja, das ist eine Chance, die ich nicht verwandelt habe. Ja, ja. Stimmt. Mega. Oh, ja, ich wollte dich jetzt nicht, hast du jetzt schon wieder Gänsehaut? Ich muss auch erst gerade denken, das ist sehr wertvoll, also sehr wertvoll, was das ist, ja, einfach diese Chancen, gerade so ein Stipendium nicht anzunehmen und dann sagen, nein zu sich selbst ist ein Ja zu sich. Na, das ist so, ne? Das ist, du hast halt damals Nein gesagt zu dem Stipendium, aber ja zu dich selbst. Und, ja, vielleicht. Ja, kann sein. Wenn man das so rein auch implementieren möchte, dass gerade zwecks der Entscheidung gerade der jüngeren Generation Z TikTok sagen würde, entscheidet euch für euch, was wollt ihr? Wollt ihr überhaupt dieses Studium oder wollt ihr was ganz anderes machen? Mm, mm. Ne?
gerade die jüngere Generation, TikTok, ne, die hängen halt den ganzen Tag halt nach der Schule auf TikTok rum. Ne? Ich habe einen Bekanntenkreis, sehr viele, die damit jetzt aufwachsen, ne, und gucken, wie kann ich das und das machen. Und die beschäftigen sich auch mit dem Thema Business. Ne? Die beschäftigen sich mit dem Thema finanzielle Freiheit. Die beschäftigen sich mit, wie mache ich eine Aktie, wie mache ich das und das und das. Ne? Das ist so viel wertvoll. Deshalb ist es auch eine der Sage und Sache, beschäftigt euch mit euch selbst, bevor ihr ein Angebot irgendwie annehmt. Ne? Ja, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Ja, danke auch nochmal für den Reminder. Ihr weißt, ich bin mal den Jakobsweg gelaufen vor 11 Jahren oder so. Und natürlich hatten wir damals Handys, aber die ganzen Social Medias waren noch nicht so präsent. Und auf dem Jakobsweg, da hast du oftmals keinen Handyempfang. Mhm. Ja. Und es gab dann wirklich jemanden, weißt du, der lief vor mir und sagte so, talk to me, talk to me. Weil der konnte seine eigene Stimme nicht ertragen in sich. Und brauchte so dringend jemanden, der mit ihm sprach, damit er diese Selbstgespräche verdrängen konnte. Ja. Und ich glaube, heute auch diese viele Beschäftigung mit dem Außen, ja, mit dem Public, mit dem Private der anderen, ja, Instagram und so weiter, mit den vielen vorgespielten Bildern, die halten dich natürlich davon ab, dich mal mit dir selbst zu beschäftigen. Ja, und wer kann das denn noch, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Gerade das Außen und das Innen. Also man sollte eher vom Innen nach Außen strahlen, statt umgedreht. Ne? Das Außen macht dich irgendwann mal fertig. Du bist dann wirklich in einem Burnout, in einem Gefängnis, wo du mit anderen dich vergleichst. Furchtbar. Mit den anderen, du willst das und das noch, das und das und das und das und bla bla bla. Und da tun mir die jungen Leute auch sehr leid, die das ja gar nicht anders kennen. Weißt du, ich meine, du und ich, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, wir kennen ja auch noch die Zeit, wo man auf der Straße irgendwie gespielt hat mit einem Ball oder mit anderen Leuten oder so, ja. Aber wenn du jetzt damit aufwächst und du lernst von vornherein, andere haben das, wir haben bloß das. Andere haben das nicht, aber ich hab's. Ja, Pluspunkt. Und du lernst von vornherein, dass die Welt ungleich ist, dass die Welt eine Schatten- und eine Sonnenseite hat und so. Richtig. Es ist auch gerade so, dass gerade Pandemie-Gedöns, ne? Ich sag's jetzt nur Gedöns, weil es geht mir so dermaßen da rein, da raus, ne? Aber wir spalten unsere Gesellschaft zwischen dem Geimpften und dem Nicht-Geimpften. Ne? Ja. Wir lassen dem einen das zu, wir lassen dem anderen aber das nicht zu. Ne? Das gab es doch schon mal. Mhm. Ne? Das gab es doch schon mal in der BRD, DDR, ne? diese Zwiespalt. Man hatte damals eine Mauer gebaut wegen den Disproportionen. Ne? Es soll doch das nicht mehr geben, dass man diese Gesellschaft... Diese Spaltung haben wir in so vielen Dingen. Genau, weißt du? Die haben wir in so... Die einen haben ein Hauseigentum, die anderen haben kein Hauseigentum. Die einen haben eine Eigentumswohnung, die anderen haben keine. Die einen haben ein Auto, die anderen haben keins. Weißt du, wir haben diese Spaltung überall. Richtig. Und uns wurde immer dieser German Dream vorgelebt. Du brauchst dein Eigenheim, du brauchst deinen Vorgarten, du brauchst dein Haus und du fährst zweimal im Jahr im Urlaub. Mhm. Und die das nicht konnten, waren automatisch draußen. Mhm. Ja? Mhm. Wir sind ein Land der Angestellten. Wenn du heute als Selbstständiger, das weißt du genauso gut wie ich, wenn du heute irgendwie einen Kredit haben möchtest, wenn du irgendwie eine Kreditkarte ohne Limit haben möchtest, wenn du irgendwie ein Unternehmen gründen möchtest und möchtest dafür Venture Capital, bist doch verloren. Ja, wir sind in einem Land der Angestellten. Da bist du nur safe und darfst ein Haus mit Millionen Kredit aufnehmen und so weiter bauen, wenn du angestellt bist. Was eine Absurdität. Deutschland ist halt so ein Land der Angestellten. American
first, an American dream ist halt, da kann sich jeder das leisten, ne? Egal ob er jetzt das und das hat, weil die Gesetze... Du hast von Vertrieb gesprochen, ja, vorhin. Die Vertriebsgesellschaften haben ihren Vertrieblern Corona-Bonus gegeben, weil sie nicht vor die Tür konnten. Ja. Da ist mir die Hutschnur geplatzt. Also der arme Vertriebler, der nicht in sein Auto steigen konnte, kein CO2 ausstoßen musste, sich nicht die Schuhe binden musste, bekam noch extra Geld. Ich habe es nicht verstanden. Genau. Weißt du, das sind so Dinge, wir laufen so verkehrt in mancher Hinsicht, dass da rollen sich mir die Füße in den Lauf. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir ein paar Seiten von diesem dicken, fetten Vertrag da durchgelesen. Ne? Koalitionsvertrag. Ja. Was die alles haben, machen wollen, umsetzen wollen. Ich meine, einerseits ist das okay, Startup-Kultur ein bisschen fördern, aber dann das und das, man muss es abwarten, weil bis dahin sich das alles ändert mit diesen ganzen Sachen, ist noch kein Fluss im Gleichen gewachsen. Ne? Und der Fluss fängt ja vom Berg an und endet im Meer. Und da sind sehr viele Zweige dazwischen. Da bin ich echt mal gespannt, was die alles machen wollen. Ich würde sagen, nach der Wahl ist vor der Wahl. So ist es, genau. Deshalb und das war auch spannend, auch nochmal mit diesen Fehlern gerade zu der 10. Frage nochmal alles zu ergänzen. Auch nochmal jetzt zur 11. Frage und zur letzten Frage zu kommen. Oh, okay. Jetzt sind wir leider durch, aber wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Oh, also nicht beim Schönheitschirurgen, weil da ist eh nichts zu holen und ich bin nicht... Du brauchst es nicht. Die jetzt anfängt hier ihre Falten. Aber es gibt ja so Leute, ne? Also jetzt gerade in dieser Homeoffice-Zeit, die fangen jetzt an mit Unterspritzen und weiß ich nicht was. Also das werde ich mir ersparen. Ich bin auch ein Schmerzschisser, Michael. Also ich gehe immer laufen, wenn ich Nadeln sehe. Also das mache ich nicht. Was werde ich tun? Also ich werde immer, egal ob dann irgendwelche KI meinen Job übernimmt oder wie auch immer, ich werde immer mit Menschen arbeiten. Vielleicht werde ich auch Menschen helfen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Mich interessiert das sehr. Ich werde immer schreiben. Schreiben gehört für mich dazu. Es klärt meine Gedanken. Und ich werde immer auch Entscheidungen treffen und anderen hoffentlich auch weiter beistehen dürfen, Entscheidungen mit voranzutreiben. Was ich gerade merke, ist, meine Klientel verjüngt sich sehr stark, rapide. Ja, also ich sag mal, von 59 geht es jetzt eher Richtung 29. Ja, das bedeutet, dass ich auch lerne. Also wir Berater, wir Organisationsentwickler, wir dürfen uns auf die Hinterbeine stellen. Das bedeutet, mein Job ist auch ein Lernender, nicht nur ein Lehrender, sondern ein Lernender, was ich sehr genieße, weil wir dadurch wieder so einen Nimbus verlieren. Ja? Also ich sehe mich sehr stärker in Prozesse eingebunden als von außen drauf schauend, was ich sehr vernünftig finde. Ja. Dem einen oder anderen vielleicht nicht so schmecken, weil der immer so gewohnt ist, so reflektierend, beratend, von oben herab auf Dinge zu gucken. So sehe ich das nicht. Ja? Und das wird mir einen Höllespaß machen. Und ich hoffe, der Herrgott hat meine kleinen grauen Zellen so lange gut ausgestattet, dass ich da noch eine lange Zeit mithalten kann. Ja. Es wird immer internationaler. Ja, das heißt, also ich tue mich jetzt nicht schwer mit Englisch. Ich bin da ziemlich fit. Dank auch meiner internationalen Konzerntätigkeit, da sind wir nochmal dabei. Ich habe jetzt dieses Jahr gesprochen mit Menschen in Indien, mit Menschen in England, mit Menschen in Amerika, mit allen möglichen, sodass ich denke, die Internationalisierung, die Globalisierung nehmen zu. Und das ist toll. Ja, also diese beiden Sachen sehe ich. Und wenn ich die Chance hätte, zum guten Schluss noch weiter mit Universitäten, das tue ich ja jetzt schon, weiter mit Universitäten, vielleicht sogar mit Schulen zusammenzuarbeiten.
Ja, also das Thema Entscheidungsstärke in Schulen zu bringen, in Universitäten noch stärker zu bringen als bisher, dann wäre ich sehr dankbar und sehr glücklich. Das ist mega, mega, auf jeden Fall. Also gerade das Internationale, da muss ich auch noch viel lernen. Gerade mein Englisch ist jetzt nicht wirklich perfekt. Ne? Also ich kann Englisch aus dem schulischen Englisch. Ich trainiere mich gerade durch Clubhouse, mein Englisch zu erlernen. Ne? Natürlich auch durch sonstige Apps, ne? Oder Bücher. Durch Schulen, ja, ich bin jetzt gerade bei einem Bildungsträger, der e.V. ist, der bei der Bundesagentur für Arbeit mit ist. Und da tue ich die Immigranten oder die Langzeitarbeitslosen nächste Woche schulen. Schön, oh, das ist doch erfüllend, oder? Mega, mega. Ich einfach eine Bewerbung hingeschrieben, ne? Eine auffallende Bewerbung geschrieben, Lebenslauf. Natürlich, ne, habe ich erstmal recherchiert. Was macht die Firma? Was bietet die mir an Kurse? Was bietet die mir an Mehrwert? Ne? Und dann habe ich erstmal angerufen und danach die Bewerbung geschickt. Schön, sehr ne? Schön. Und danach gab es natürlich in Würzburg das Vorstellungsgespräch und so weiter und so fort. Ne? Was auch noch mal keine Hürde war, weil ich habe mich verkauft als Trainer, Dozent, ne? Wo ich natürlich auch hin möchte. Und jetzt kam vor kurzem eine E-Mail wieder ins Haus, wo ich mich angemeldet habe bei der GSA. Ne? Ich habe gedacht, ja, das dauert mir zu lang. Die haben es anscheinend in die Tonne geschmissen, aber nee, kam doch. Jetzt wollen sie natürlich auch Geld haben, wie alle anderen. Aber ich merke, die GSA, ne, die German Speaker Association, da ist Manpower dahinter oder Womanpower dahinter, weil die ein geiles Netzwerk haben, weil die auch die anderen unterstützen. Da gibt es ein E-Mail mit dem Zoom, wo man da reingehen kann zu dem Termin. Ne? Bei dem BVMW, ne, ist ganz anders da. Das ist ein Verband für mittelständische Unternehmen, Startups und so weiter. Da muss man sich auf Veranstaltungen registrieren oder sowas, muss man da ein Ticket kaufen und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut, aber das ist keine Wertschätzung fürs Unternehmen. Das ist, man bezahlt einen Beitrag und dann nochmal einen Ticketpreis, wo ich sagen kann, das ist einerseits ist das zwiespaltig, was ihr macht. Ne? Ich will jetzt keinen schlecht reden, aber man muss sich Sachen hinterfragen. Und die, wo mich da ein bisschen angeworben hat, macht noch zu wenig für das Netzwerk, weil der BVMW ist ein großes Netzwerk, ne? Ist auch schon international. Ne? Die könnte noch mehr Veranstaltungen machen. Gerade jetzt online könnte man mehrere Veranstaltungen machen, ne? Reinstellen, ne? So wie die GSA. Und deshalb bin ich Feuer und Flamme für die GSA. Also ich weiß nicht, ob du auch bei der GSA bist, aber das ist ein tolles Netzwerk, wo man sich auf Augenhöhe mit anderen Trainern, Beratern, Speakern austauschen kann und vernetzen kann. Ja, ich denke, die haben halt jetzt alle so erstmal ihre Findungsphase. Lass den allen noch ein bisschen Zeit, das kommt schon. Also diese Findungsphase ist alles rechtens. Ne? Ich bin ein Freund von Fuck you why. Ne? Das Warum muss man finden, muss man sein Warum finden, muss man sein Warum kennen. What the fuck? Nein! Ich bin ein Freund, das Warum findet dich. Aber Michael, sag mir noch ganz schnell, wann kommt denn unser Podcast? Warte. Gleich. Ich bin noch nicht fertig. Die Aufzeichnung ist jetzt noch. Danke für die Information. So, meine Lieben,
Zuhörer und Zuhörerinnen in meinem Podcast, Michael Weicher Podcast. Vielen Dank für dieses Zuhören der Podcast-Folge mit Dr. Johanna Dahm, die Expertin für Entscheidungsmanagement. Wenn du weitere Sachen von ihr konsumieren möchtest oder auch von mir konsumieren möchtest, dann findest du in den Shownotes die Links zu Dr. Johanna Dahm oder auch zu mir. Und auch natürlich Link von dem wundervollen Buch, was Johanna geschrieben hat, auch noch dazu. Kostet, glaube ich, was kostet es bei Amazon? 24. Wenn man es bei mir direkt bestellen will, kriegt man noch eine Widmung dazu. Also ihr habt es gehört. Alle Informationen in den Shownotes und wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Interview-Folge und das ist irgendwann, wenn es rauskommt, weil die ist gleich auch am 6.12., aber das kommt ein bisschen später raus. Da geht es um Werte. Nur mal so. Top-Thema. Vielen Dank.